Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu Folge Nummer 25 von Valheim. Wir haben es in der letzten Folge geschafft. Colin Myler und auch Schmiede ist endlich am Start. Wir brauchen jetzt noch 2 Kupfer und 1 Zinn, um das miteinander zu verbinden, damit wir die vollen Funktionen der Schmiede bekommen. Wir haben zwar noch Zinnerz und ich glaube normales Zinn. Hat er uns hier schon rausgeschmissen oder wir müssen nochmal Kohle nachpfeffern? Aber ein bisschen was war, glaube ich, noch drin. 4 Stück, genau. Also warten wir mal noch kurz ab, dann müssen wir das haben und dann passt das auch. Ich habe mich jetzt erstmal dazu entschieden, dieses kleine Vordach hier so zu lassen. Ich finde es ehrlich gesagt nicht schlimm. Deshalb kann das so bleiben. Das Einzige, was ich eventuell mal noch ändern würde, weiß ich aber nicht, wie es funktioniert, wäre hier nochmal... Ne, da brauchen wir wieder die Schräge, ne? Oder lassen wir es so? Wir lassen das erstmal so. Finde ich jetzt gar nicht so wild. Gut, die Dinger können wir eigentlich auch mal entfernen. Machen wir schnell in der Zeit, wo uns der Kohlenmeiler... Nee, gar nicht der Kohlenmeiler, der Schmelzofen unsere Sachen herstellt. Jetzt habe ich hier das Dach eingerissen, ich Vollidiot. Das war so nicht geplant. Ja, die ganzen Werkbänke und alles können wir eigentlich mal wegreißen. Und wir bauen dafür hier drinnen eine rein, dass sich die Range wieder erhöht. Die dann halt hier drüben. So. Zack. Wir müssen unbedingt was futtern. Wir bräuchten Blaubeeren oder das 8 Fleisch haben wir ja noch. Geht gar nicht über die Schnellwahltaste. Ah doch, geht über die Schnellwahltaste. Man sollte auch die 8 drücken und nicht die 9. Ja, ich bin auf jeden Fall sehr, sehr erleichtert, dass wir den Loot wieder haben. Wir haben es endlich geschafft, die Schmiede zu bauen. Das heißt, wir können jetzt bald anfangen, Möhren und viele weitere Sachen anzubauen. Ach, jetzt habe ich wieder das Falsche weggerissen. Ich bin aber heute auch. Ist aber auch nicht so schwer, das auszuwählen. Zu meiner Verteidigung. Dreh dich. So. Und zack. Und dann haben wir das. Und dann passt das doch. Ist auf jeden Fall ein schönes Haus geworden. Ein paar kleine Verbesserungen und Verschönerungen kommen natürlich noch rein. Weiß nicht, ob man vielleicht gleich hier ein Fenster mit reinbaut. Wir probieren es mal. Mal hier nur so ein halbes bauen. Komm, geh weg. Oh nee, das sieht doof aus, ne? Oh ja, obwohl kann man so lassen. Ist halt ein bisschen die Werkbank jetzt im Weg. Aber ich glaube, wir machen das trotzdem so. Kleine Verschönerung können wir ja Stück für Stück immer noch anbringen, aber so ist das doch eigentlich ganz okay. Wir schauen mal, was das Ding hier hinten produziert hat. Wir haben das eine Kupfer, was noch fehlt, 2 sogar und 2x Zinn. Und damit können wir jetzt nämlich Bronze herstellen. Jetzt noch was drin? Nö. Und damit geht's einmal zur Schmiede. Und sobald wir Bronze hergestellt haben, können wir dann auch endlich eine ganze Menge mehr machen. Ihr seht's. Schaut mal, was alles kommt. Brustpanzer, Beinschutz, Pfeil, Axt, Nägel, Speer, Schwert, Faustschild, geil. Schwert gibt's auch. Ambosse, cool. Wir gucken mal beim Bronzeschwert. Schlitzen, 35. Unsere Feuersteinaxt macht aktuell 20. Ja, das ist auf jeden Fall Gold wert. Da brauchen wir wieder eine ganze Menge. Wir müssen demnächst tatsächlich sehr, sehr oft noch in den dunklen Wald. Cool. Da ansonsten die Brustpanzer. Brauchen wir Fell und auch Bronze. Also wir müssen eine ganze Menge Kupfer sammeln. Aber wir haben auch, glaube ich, noch ein paar Kupfervorkommen auf der Karte markiert. Damit sollte das eigentlich kein Problem sein. Oh, Streitkolben, auch geil. 35 ist aber ähnlich wie das Schwert. Weiß nicht, Speer könnten wir auch mal noch schauen. Aber ich bin eigentlich nicht so der Freund von Sperren. So, und ich glaube, wir müssen die Nägel bauen, damit wir auch den Flug und alles weitere kriegen. Ah, jetzt haben wir den Karren. Ne, den Flug noch nicht. Den sehe ich noch nicht. Da muss ich nochmal genau gucken, was wir dafür brauchen. Der ist dann halt dazu da, um den Boden zu pflügen, damit wir unsere Möhren anbauen können. Ah, den Karren haben wir mittlerweile. Wo ist er denn?
Haben wir hier Wandleuchter. Auch cool. Hier ist er. Du brauchst sogar bloß die Nägel und ein bisschen Holz. Wir bauen den gleich mal. Wo es wäre vielleicht besser, den dann erst im dunklen Wald zu bauen. Und dann brauchen wir wieder... Brauchen wir da das Ding? Jetzt hier außerhalb der Range gehen? Ja, ne? Bin gerade ein bisschen verwirrt. Lass das mich mal probieren. Ja, wir brauchen dann die Werkbank. Gut, das heißt, wir müssten den definitiv schon hier bauen. Wir machen nochmal eben das Inventar leer und dann geht's mit dem Ding in den dunklen Wald Kupfer sammeln. Da muss ich mal schauen noch, wie ich es mache. Also jetzt nehme ich euch definitiv mit, ob ich dann später eventuell außerhalb des Let's Plays auch noch das Kupfer sammle. Er dauert ja auch seine Zeit. Das weiß ich noch nicht so genau. Was können wir denn hier mal rauswerfen? Aber rauswerfen brauchen wir eigentlich nichts. Das hier rüber. Alle Truhen schon wieder voll. Es geht wirklich schnell. Und die Kohle rein und Holz brauchen wir auch nicht. Ich würde jetzt bloß nochmal das Fleisch hier runterpacken. Können wir auch das wieder reinpacken. Den Bauhammer habe ich sehr gerne auf der 1. Dann haben wir hier die Waffen. Und dann passt das doch so. 54 Kilo ist auch okay. Essen haben wir genug dabei. Dann können wir auf in den dunklen Wald. Mit unserem Karren. Cool. Nicht Löwenzahn. Wie ist... Moment. Ayus ist so. Gott, sind wir da langsam. Obwohl es... Sagt nicht, wir kommen hier nicht durch. Ah, Gott, zieh. Das ist ja doof. Huch, direkt erstmal das Tor beschädigt. Und unseren Zaun. Aber wir kommen wirklich nicht durch. Not in the right position. Na cool. Ja, dann müssen wir wohl oder übel erstmal hier kurz ein bisschen Platz schaffen. Jetzt haben wir zwar kein Eingangstor mehr. Jetzt wird bestimmt genau in der nächsten Nacht passieren, dass wir angegriffen werden. Wie es dann immer so ist. Ist nicht in der richtigen Position. Na komm schon. Zieh den mal hier rüber und jetzt nimm den doch. Oh, oh nein. Jetzt haben wir ihn. Und raus hier. Na gut, es geht eigentlich. Weiß nicht, ob wir langsamer werden, desto voller der ist. Würde natürlich Sinn machen. Hier haben wir Kupfer. Da geht's hin. Und jetzt... Ach du Scheiße. Okay, wir dürfen nicht ganz so radikal damit rumrennen. Ach, und wieder in der falschen Position. Na, das kann was werden. Ich als Grobmotoriker. Brauchen wahrscheinlich uridealer... Nein! Idealerweise Wege. Um damit ein bisschen besser voranzukommen. Aber so weit sind wir im Spiel noch nicht. Weil wir können uns auf jeden Fall später noch Holzwege und sowas bauen. Ah, und die Birke kriege ich nicht kaputt. Komm. Nein. Stell dich hin. Nicht in der richtigen Position. Ach, komm schon. Nicht den Karren kaputt machen. Immer noch nicht. Oh je, das habe ich mir einfacher vorgestellt. Jetzt vielleicht? Oder bin ich einfach nicht in der richtigen Position? Könnte natürlich sein, dass es einfach an mir lag. Okay, also ein bisschen vorsichtiger mit dem Ding sein. Ich würde so gerne damit rennen. Ach, sogar an so einem kleinen Gebüsch. Sollen wir denn damit in den dunklen Wald kommen? Und jetzt stellt euch mal vor, wir laufen damit rum und da kommt so eine Grauzwergenarmee. Das können wir doch direkt vergessen. Aber ja, macht natürlich Sinn. Das Spiel macht seinen Namen mal wieder aller Ehre. Obwohl nicht seinem Namen, aber seiner Genauigkeit, was Statik und Physik angeht. Wir müssen noch mal was nachlegen. Das und das. Und ja, wir sind wieder auf einem guten Weg. Aber wenn man so stirbt, das ist halt echt ein krasser Einschnitt. Ne? Wenn du das Zeug da nicht wiederkriegst, dann ist doof. Wir haben zwar natürlich viele Sachen und so noch in den Truhen und hätten uns auch vieles selber wieder bauen können, aber... Ach Mist, ich wollte eigentlich im Bienenstock noch uns noch basteln. Weil mit dem Honig dauert ja auch seine Zeit. Das machen wir dann, sobald wir wieder da sind.
Sieht aber auch irgendwie witzig aus, wie der das Ding so vor sich herzieht. Mit Axt und Schild in der Hand. Ah, vielleicht bauen wir uns einfach auch mal einen schönen Weg lang. Sobald wir das können, beziehungsweise könnten wir das wahrscheinlich auch mit dem Ding hier. Wir das einfach sozusagen vor uns machen, dass wir uns hier so einen kleinen Weg ebnen. Zum Dunkelwald hin. Allerdings werden wir ja auch nicht immer an dieselbe Stelle vom Dunkelwald gehen. Oh Gott. Haut er jetzt meinen Karren kaputt? So, kämpfen damit geht auch. Müssen wir bloß mal schauen, wie wir hier am besten durchkommen. Hier sieht es nämlich alles ganz schön eng aus. Ich glaube, wir müssen hier ab und zu mal so eine Buche kaputt hauen. So, hier unten ist... Ah, man kann die Map verkleinern und vergrößern. Das wusste ich auch noch nicht. Geht mit Komma- und Punkt-Taste. Hat doch seine Vorteile, wenn man sich mal verdrückt. Hör doch schon wieder wen. Bitte bleib dran. Oh, dann einmal hier hoch und dann müssten wir hier das Kupfer haben. Ich weiß gar nicht, wie viel wir insgesamt in den Karren legen können. Das werden wir aber wahrscheinlich zeitnah rausfinden. So, dann den einmal abgestellt. Am besten so, dass er nicht rutscht. Nein. Ah, okay. All das muss ich noch ein bisschen üben. Aber wenn wir das Messer dann haben, das wird ja mega geil. Sind die Grauzwerge oder Gräulinge wahrscheinlich One-Hit. Und hier haben wir erstmal einen riesen Kupfervorkommen. Das bauen wir uns jetzt ab, hauen das alles in den Karren rein. Und dann schauen wir mal, dass wir uns schon die ersten schönen Sachen an der Schmiede basteln. Wie viel wiegt denn so ein Kupfererz? Zwei Stück sind 20 Kilo, also 10 Kilo. Ist natürlich heftig. Das heißt, wir können ja maximal, wenn wir meistens so um die 100 Kilo schon ausgerüstet haben, 20 davon mitnehmen. Jetzt komme ich nicht mehr hoch, doch. Ja, das Kupfervorkommen hier bauen wir noch ab und wie gesagt, dann schaue ich mal, dass ich sowas eventuell außerhalb des Let's Plays mache. Aber jetzt ist gerade für das erste Mal mit dem Karren doch definitiv in Ordnung. Müssen wir wieder ein Fleisch hinterherhauen. Das ist halt auch extrem viel Ausdauer. Kann mir auch vorstellen, dass das anstrengend ist. Möchte ich nicht machen. Aber wir haben hier ein ganz gutes Kupfervorkommen gefunden. Einerseits relativ groß. Und wir werden auch so weit in Ruhe gelassen. Wo ich das nicht zu laut sagen sollte. So, der Karren steht noch da drüben. Der Schatten da hinten hat mir gerade schon wieder Angst gemacht, aber es sind nur die Bäume. Also eine gewisse Grundparanoia im dunklen Wald schwingt einfach mit. Kann ich nicht abstellen. Weiß gar nicht, was es noch... Boah, was es noch für... Ärzte wollte ich schon sagen, genau. Was es noch für Erze... Erze, so. Was es für Erze noch gibt. Also Zinn und Kupfer haben wir auf jeden Fall schon. Ich denke mal, Gold wird es bestimmt auch noch geben. Kommt auf jeden Fall noch eine ganze Menge. Ich habe zumindest schon auch sehr viel gelesen, also... Was es auch generell noch für krasse Rüstungen gibt und an wie man die kommt. Also wir haben bei Weitem noch nicht alles gesehen, was das Spiel zu bieten hat. Spitzhackenfähigkeit verbessert sich auch. Das macht mir schon mal Hoffnung, dass das in Zukunft nicht so extrem lange dauern wird. Wenn wir natürlich nicht wieder sterben. Wir können uns dann auch demnächst generell mal unsere Fertigkeiten oder Fähigkeiten anschauen, wie wir bei was stehen.
Wie sieht's denn aus? 240 Kilo, 6 Stück können wir noch einpacken. Und dann müssen wir erstmal zum Karren. Ich würde sagen, wir packen schon mal was rein. In der Zeit kann sich die Ausdauer ein bisschen generieren. Ah, okay, wir haben also eigentlich nochmal genau das... Hier, ein Feld weniger, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ne, zwei weniger und eine Reihe weniger oben. Okay. Dann rein damit. Aber wir haben keine Gewichtsbeschränkung. Das ist halt echt cool. Sehr, sehr praktisches Teil. Also gegen den Rucksack hätte ich trotzdem nichts einzuwenden. Vielleicht gibt es ja sowas noch beim Händler. War ja schon erstaunt, dass es die Taschenlampe gibt. Das ist definitiv das erste Ziel, aber den müssen wir halt auch erstmal finden. Es gibt zwar auch Wege, den etwas einfacher zu finden, indem man eine neue Welt eröffnet mit einem bestimmten Seed. Wo die Leute dann halt einfach schreiben, wo er ist, weil man kann ja einen Seed eingeben, ähnlich wie bei Minecraft. Und die Welt wird dann mal gleich generiert. Könnte man natürlich machen, möchte ich aber nicht unbedingt. Also wenn wir dann in Folge 300 noch keinen Händler gefunden haben, dann können wir da gerne nochmal drüber sprechen. Aber ansonsten würde ich es doch... Oh nein! Mist! Ansonsten würde ich es doch ganz gerne hier in unserer normalen Welt schaffen. Weil ich finde, das ist ein bisschen mogeln. Man kann ja mit seinem Charakter halt dauerhaft hin und her springen zwischen den Welten und das auch zwischen den Welten halt alles mitnehmen. Von daher ist das schon eine einfache Lösung, aber... Es muss ja auch nicht immer einfach sein. Not in the right position, na super. Ach, der packt dann hier so... Ah nein, das wollte ich gar nicht. Der packt dann hier so Kisten rein. Na super. Nee, aber es liegt wirklich nur an uns. Also es hat nichts mit dem Karren selber zu tun, sondern wir müssen uns richtig hinstellen. Alles klar, ich dachte schon am Anfang, dass der immer perfekt gerade stehen muss. Wir müssen jetzt erstmal wieder nach Hause. Unsere Hacke reparieren. Vielleicht stellen wir uns da nochmal eine zweite her. Wir hatten ja, glaube ich, mehrere harte Geweihe bekommen. Als wir Eiktür besiegt haben. Keine Ahnung, wo wir die sonst noch herkriegen. Ich hoffe auch nicht, dass wir die für was anderes noch brauchen. Also eine zweite Hacke wäre schon cool. Ihr seht ja, die ist relativ schnell kaputt. Und das kann ja auch nicht das Ziel sein, dann dreimal wieder nach Hause rennen zu müssen für ein Kupfervorkommen. Huch. 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 Ich will mal wissen, was passiert, wenn uns der Karren hier kaputt geht, währenddessen der voll beladen ist. Ich denke, so wie ich mit dem Ding hier rumeier, wird das früher oder später passieren. Wir sind auf jeden Fall langsamer, wenn der beladen ist. Macht ja auch Sinn. Aber ich weiß gar nicht, wie viel es jetzt war, aber ich glaube 15 Kupfer oder sowas die Richtung. Haben wir, glaube ich, gerade rausgeholt, wenn nicht sogar mehr. Und dann machen wir uns jetzt nach Hause, holen das alles mal in den Ofen. Und in der nächsten Folge fangen wir dann mal an, uns einen Bienenstock zu basteln. Die können wir dann auch immer weiter vermehren. Soweit, wie ich es jetzt verstanden habe. Aber das schauen wir uns dann alles in Ruhe noch an. Ach, geh weg, Krautzwerg. Jetzt nicht. Hier, nimm dir so einen Hirsch. Schmecken viel besser als ich. Kann euch mal eine Fackel anmachen. Dann sehen wir ein bisschen mehr. Nein, nicht hängen bleiben. Oh, lauf doch. Die Frage, ob hier Eiktür was bringt. Eigentlich schon, oder? Ja, sieht gut aus. Immer ein bisschen schneller unterwegs. Wenn nicht überall Hindernisse liegen würden. Ach du Scheiße. Oh Gott, ich muss wirklich vorsichtiger mit dem Ding sein. Vorher hier sowas kaputt hauen. Was mit der Fackel Ewigkeiten dauert. Ja, ist doch gut. Guck mal, Krautzwerg, du hast doch, oder Gräuling, du hast doch Angst vor Feuer. Wir kommen doch gar nicht so nah. Ach Mist, wegen dem Stein hier. Da rennt er. Renn vor uns her, haben wir ein bisschen Licht. Ist okay.
Ja, bis zur Stufe 100 können wir alles verbessern an den Fertigkeiten. Dann ist natürlich extrem mies, wenn man stirbt, verliert man direkt 20 Punkte, weil es ja 5% sind. Das ist dann echt hart und das von allem, ne? Das sind schon harte Strafen für einmal sterben. Aber soll ja auch ein Reiz da sein, halt nicht zu sterben. Deswegen finde ich es gar nicht so verkehrt. So, cool. Wir sind da. Dann haben wir doch hier direkt jetzt einen coolen Parkplatz für unseren Karren. Und dann öffnen wir das einmal. 14 Kupfererz haben wir. Wir haben keine Kohle, wir haben sie weggepackt. Verdammt. Lasst uns hier erstmal 10 reinpacken. Ist die Frage, habe ich das hier hinten in die Kisten geworfen? Wahrscheinlich. Oh, hier haben wir noch das Holz liegen. Und ich habe ein Stückchen Boden eingerissen. Hier hatten wir 4 Kohle. War es das schon? Und hier nochmal 9. Okay. Dann hauen wir gleich nochmal ein bisschen Holz nach. Und dann schauen wir uns definitiv in der nächsten Folge mal die ganze Imkerei an. So, du kannst hier mal ein bisschen Holz verballern. Wir müssen die Fackel jetzt gleich... War die in dem Moment kaputt? Und hier packen wir Kohle rein. So viel wie wir haben. Und dann kann der hier in Ruhe erstmal unser Kupfer schmelzen. Ja, und damit sind wir schon wieder durch für die Folge. Ich danke euch erstmal fürs Zuschauen. Morgen 19 Uhr geht's dann weiter. Bis dahin, macht's gut.